Kennt ihr die Werbung, wo George Clooney einen Flügel auf den Kopf hält, nachdem er ein Nespresso-Geschäft verlässt? Genau das Gleiche ist mir auch passiert, neulich. Ich brauche eure Hilfe. Immer wenn ich die Hand hebe, stellt euch vor, wir sind in einem schwarzen Gospelchor und ich möchte ein inbrünstiges Halleluja. Halleluja. Wunderbar. Die Geschichte heißt, was sonst? Wie sonst? Als ich neulich nach ein paar Bierchen gegen Mitternacht durch die schneezermatschten, nasskalten Gassen Wiens lief und wie so oft unkoordiniert vor mich hinträumte, löste sich ein fetter Eisklotz von der Regenrinne eines Hauses und knallte mit mindestens 250 Stundenkilometern und einem lauten Kaubum direkt vor meine Füße. Wenn er auf meinem Kopf gelandet wäre, hätte sich meine zermürbte Hirnmasse zum restlich grauen Straßenmatsch gesellt. Halleluja! Wunderbar. In solchen Momenten läuft jedem selbstverständlich ein Trailer über sein bisheriges Leben vor den Augen ab. Und eben Fragen wie, wann hätte man mich gefunden, wo begraben, wer hätte dann meinem Vermieter gesagt, dass ich die Wohnung nicht mehr brauche und geht die Welt wirklich ohne mich weiter? Oder bilde ich mir euch eigentlich gerade alle nur ein? Dachte ich daran, wie George Clooney neulich mit einem Flügel erschlagen wurde, der vom Himmel fiel, als er aus einem Nespresso-Geschäft herauskam und von John Petros Malkovic nur deswegen wieder zurückgeschickt wurde, weil er einen Sack mit Nespresso-Kapseln dabei hatte. Was sonst? Halleluja. In solchen Momenten einer Beinahe-Toterfahrung gehen vielleicht manche Menschen schon die Einreichung eines neuen Fitnessstudio-Vertrages durch, schwören sich sonstiger charakterlicher Besserung. Wann hatte ich zuletzt meine Mutter regelmäßig angerufen, bevor ich ihr erklärte, dass man in Österreich nicht immer überall Empfang hatte? Aber bevor ich diese Gedanken zu Ende führen konnte, wurde mir erst schwarz und dann weiß vor Augen. Die Abgase einer veralteten Nebelmaschine stiegen mir in Mund, Nase und Augen, sodass ich gleichzeitig röcheln, husten und weinen musste, als ein erstaunter John Petros Malkovic im perfekt cremeweißen Anzug samt eierschallfarbener Krawatte aus dem Nichts vor mir auftauchte. John? Ach, mach doch nicht so ein Drama, mein Kind. Welcome in der Himmel. Halleluja. Ich, aber das geht nicht, fing ich an zu reden und merkte, dass man in diesem Himmel nur mit einem komischen englischen Akzent sprach, sodass ich euch besser in indirekter Rede erzähle, wie die Geschichte weiterging. Erzengel Malkovic sagte, das sei jetzt irgendwie schon blöd, dass ich keine Nespresso-Kapseln dabei hätte. George war ja nun schon länger nicht hier gewesen und langsam ginge ihm der Vorrat aus. Aber nun gut, was ich ihm denn stattdessen anzubieten hätte. Ich schaute etwas verlegen in meine Handtasche und mein Blick schwenkte zwischen einer Textmappe, die ich mal für den dritten Platz bei Textstrom gewonnen hatte, und der halben Packung Menthol-Slim-Zigaretten hin und her. Geld wollte ich ihm gar nicht erst anbieten, zumal ich die Währung des Himmels ja gar nicht kannte. Nein, der Tauschdeal müsste bestimmt symbolisch-biblischen Charakter oder so haben. Friedenspfeife fiel mir spontan ein. Und so bot ich ihm mit einem verlegenen Lächeln eine Slimline-Mentholzigarette an. Ich weiß, diese Puff-Mutti-Zigaretten sehen bei Männern immer extrem schwul aus, aber bei John Petrus war ich mir noch nicht so sicher. John ließ mein Angebot mit einer abweisenden Handbewegung in einem metaphorischen Grinsen ab und zeigte oberlehrerhaft auf das Rauchen-Verboten-Schild am Himmelspforteneingang. Ey, das ist aber nicht euer Ernst, das ist ja total uncool, sagte ich. Dachte, sterben könne man nicht mehr nach dem Tod. Ich lachte laut auf bei dem Gedanken, denn war ich nicht schon im Himmel, also tot, und war das dann nicht eh egal? Aber nein, John trug einen weißen gepflegten Anzug und der Marmorboden sah auch aus, als sei ich gerade frisch mit Engelswichse gewachst worden. Da hatte das bestimmt andere Gründe als den Tod, das Nichtrauchen, meine ich. Und vielleicht gäbe es hier auch so getrennte Abteile. Ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, dass Goethe, Schiller, Brentano, Brecht und Co. bei den himmlischen Poetry Slams nur Wasser und Weih rauchen. Halleluja. Aber den Kommentar verkniff ich mir. Schließlich wollte ich ja zurück auf die Erde. Warum war mir auch nicht so recht klar? Schließlich hätte ich vielleicht auf alle Ewigkeiten mehr Chancen bei den früh verblichenen James Dean und Heath Ledger gehabt. Und wenn ich jetzt von jetzt an und für immer jung aussehend im Himmel verblieb. Aber ich wollte einfach nicht, dass meine Mutter beim letzten Wegräumen meiner Sache den Vibrator in meiner Sexschublade fand. Das war mir einfach zu peinlich. Halleluja. Außerdem musste ich mit Sophie, meinem Hund, noch Gassi gehen. Die ist erst 5 und kann das noch nicht alleine.
John rümpfte Nase und Augenbrauen und schien noch nicht überzeugt, mich auf die Erde zurückzuschicken. Darüber hinaus stehen mir noch mindestens 50 Jahre zu, um den Sinn des Lebens zu finden, flehte ich John an. Halleluja! Er soll mir doch mal erklären, wie man in dieser globalisierten, multifunktionalen Super-Highspeed-Welt, in dieser kurzen Zeitspanne mit den vielen Abertausenden von Möglichkeiten, überhaupt schon genug gelebt haben kann. Außerdem, wie soll man denn als heute Frau auf Stöckelschuhen ihren Mann stehen, Karriere machen und möglichst unabhängig sein, dabei bis zum 70. Lebensjahr wie eine super Sexbombe aussehen, die Kinder austragen und erziehen, während der gemeine Mann schon beim kleinsten Anzeichen organisatorischer oder zeitweiser intellektueller Überlegenheit das Weite sucht. Dieser Balanceakt ist mir in 30 Jahren einfach noch unerklärlich geblieben. Halleluja. Aber wenn ich noch ein bisschen Zeit hätte, darüber nachzudenken, gebe ich in 50 Jahren hier im Himmel bestimmt gerne Workshops an junge Seelen im Recyclingprozess, für die man ja wohl bis in alle Ewigkeit doch bestimmt eh keinen Platz hätte, weil man Gott dann aber tausende von Jahren die heiligen Ohren damit vollheulen würde, dass man durch einen blöden, harten Eisklotzklumpen seiner eigentlichen Bestimmung beraubt worden sei, bevor man sie überhaupt gefunden habe. Zum Teufel. Halleluja. Schließlich könnte ich ja gar nichts dafür, dass sich meine Lebensbestimmung noch nicht eröffnet hatte, dass es vielleicht jetzt einen vom Himmel fallenden Eisklotz bräuchte, um diese wach zu rütteln. Aber sicherlich nicht dadurch, indem man mich sofort umbrächte. Außerdem sei das Mord. Jawohl, Mord. Halleluja. Der ehemals gefährliche Eisklotz, der sich immer noch vor meinen Füßen befand, war schon halb geschmolzen, als ich wieder zur Besinnung kam und mir einfiel, dass er mich ja nur um Haaresbreite verfehlt hatte. Ich diesem Schlussplädoyer von John Petrus Malkovich ja vielleicht gar nicht wirklich ausgesetzt war. Oder doch? Und er hatte schon bei der Halbzeit meiner hysterischen Rede die Schnauze so voll gehabt und mich unbemerkt wieder wie George Clooney statt in den Espresso-Laden in die eiskalte, matschige Wiener Gasse zurückgeschickt, wo ich nun wieder den Eisklotz und den Rest meines Lebens zu Füßen hatte. Egal, ich lächelte und freute mich über die Verlängerung meines Lebensvertrages auf Erden, zündete mir eine Menthol-Slim-Zigarette an und beschloss, auf dem Nachhauseweg fortan mehr für meine Gesundheit zu tun. Und mir außerdem ein nur von meinem Fingerabdruck zu öffnendes Sicherheitsschloss für meine Sexschublade zu besorgen und das nächste Mal nicht wegen so eines Blödsinns auf das Paradies verzichten zu müssen. Was sonst? Yeah. Halleluja.